Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen Fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. So weit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. Nein, mein Freund, ich werde das Risiko eingehen. Nicht du. Von den Wachen anzeigen. Können wir uns das nicht? Nee. Gucken. Ich würde ja das noch ganz gerne mal erstmal hier die ganze Mission noch fertig machen. Bevor wir hier dann zum Attentat schreiten. Das müsste hier vorne drin sein, ne? Ja, falsche Lehren verbreitet, oder? Oh, ja. Hier wirst du sterben. Klingt irgendwie nach IS. Ja. Das ist reine Zeitverschwendung. Hier, dann haut drauf, ich bin aus dem Typen in Ruhe, wenn du nicht halt verschwenden willst. Oder um das Bogenschütze. Ihr werdet mir nicht entkommen. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ach, sei doch nicht so mit deinen Söhnen. Es ist halt nicht jeder zum Assassinen. Das sind wahrlich dunkle Tage. Aber jetzt haben wir immerhin hier noch einen Dingsens, einen Trupp Dingsens, Wostshow. Wo was da hinten noch ist, dass wir hier halt überall dann Gelehrte und Partisanen haben, und denen wir uns dann verstecken können. Kommt nicht näher! Stünde ja auch da. Der Pfeil wackelt total lustig. Tretet jetzt zurück! Das wird nicht gut enden. Wann werden die Menschen lernen? Der Typ ist irgendwie bescheuert. Wie konnte er mir bloß entwischen? Ja, gell, wenn man nur da oben rumsteht und guckt, wie sind Eichhörnler, wenn es blitzt, dann ist das keine große Kunst, vor dir zu verschwinden. Ah, da ist ein Fall. Ah, Dankeschön, dass ich euch machen durfte. Ich habe aber noch viel, viel mehr. Ah, ihr wisst wohl ganz genau, was ihr wisst. Ein angenehmer Kunde. Wut. So, da vorne ist auch noch eine. Ja, jetzt geht's wieder abwärts. Kommen wir da irgendwie hoch? Warum tut er das? Frage ist, kommen wir da irgendwie durch, ohne hier die Wachen zusammenschnitzeln zu müssen? Hat er seinen Verstand verloren? Jo, er war's, nein. Warum kann ich da nicht lang klettern? Ach so, ja gut. So, da dürfen wir nicht durch. Da ist diese Animus-Wand, die wir vorhin auch schon sahen. Geht. Lauf einfach gegen, ne? So. Wir bräuchten einen Trupp Gelehrten, aber. Aha. Hihihi. Wie listig ich auch bin. Guck mal, hier schaut's gut aus. Wenn ich sage, schaut gut aus, dann ist es gut. Hehehe. Na? Spring. Geh nach oben. Oder wir halten uns einfach erstmal an dem Ding fest, nur durchzukommen.
Was ist da oben für ein Symbol? Ist das ein, wow, ist das ein Halbmond oder es dürfte dasselbe wie da sein? Ich kann das gerade nicht so wirklich identifizieren. Schaut aber wie ein Halbmond aus. Heißt, wir haben hier jetzt wahrscheinlich eine Moschee. Doch, Moschee passt schon. Genau, Synagoge war Judentum, genau, Islam. Ja, doch, passt. Ach, wir müssen da auch noch hoch. Ja, ganz hoch wahrscheinlich es nicht, ne? Werden wir wahrscheinlich auch gar nicht kommen. Gucken, kämen wir da. Ja, machen wir es halt so. Ja, ich denke, hier kommen wir nicht, so wie es ausschaut. Wir müssen mal kurz in die Sonne laufen. Da ist ja irgendwie... Naja, gut. Nee, runter. So, hier sind noch zwei Informationen, die ich natürlich nicht entgehen lassen werde. Was macht der da? Gucken, da ist eine Fahne. Boah, die ist aber auch irgendwie hier total schön platziert, ne? Gucken. Eskorte oder Flaggen? Machen wir es mal. Hoch, ach, retten wir erstmal den Bürger. Törichter alter Mann. Hört auf, bitte. Lass mal gehaben. Ihr tut mir weh. Da. Wir können tun, was uns gefällt. Ich habe doch nichts Falsches getan. Gewalt hat es schon gelassen. Wo mich kräftig durchgehüpft. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Irgendwo hörten wir den Spruch schon mal. Ich weiß nur nicht wo. Deshalb wollte ich jetzt eigentlich verschwinden. So. Altair, ich habe mir Feinde gemacht. Al-Mualim bat mich, den Sklavenhändler zu beschatten. Und das tat ich, aber nicht gut genug. Er hat mich entdeckt. Und seitdem bin ich ständig auf der Flucht. Ich muss die Stadt verlassen, aber ich schaffe es nicht allein. Helft mir, und ich teile mein Wissen mit euch. Nun gut. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Jetzt endet dein Leben. Mann, wieso hat es... Haltet sich fern von mir, Alter, hier! Naja, mach ich doch. Ich bin stark im Angriff. Ja, lauf doch ruhig weiter. Ich bin hier auf den Dächern. Ich pass schon auf dich auf. So ein Schisser, Alter. Bereue deine Sünden! Schon toll, wie sie auf den Unbewaffneten losgehen. Hat irgendwie so ein bisschen was Poetisches. Oh, sie haben die Leichen gesehen. Hubala. Die sollten mich vielleicht nicht unbedingt sehen.
Zumindest nicht ununtergetaucht. Warum läuft mir jetzt so komisch? Habt Dank, Bruder. Nehmt diese Karte. Sie zeigt Talals Verstecke. Sehr nützlich, falls der Feigling flieht, statt zu kämpfen. Und so wie ich ihn kenne, wird er fliehen. Und darauf rannte er weg. Interessant. Ah, das ist interessant. Nun gut, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir mal lieber weg, bevor wir uns die Typen angreifen. So, dann würde ich sagen, die nächste Informantenmission machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, ciao.